Aus Brauweiler in die Bundesliga. Florian Wirtz ist der Shootingstar der Bundesliga. Mit 17 feiert er sein Profidebüt. Ein halbes Jahr später folgt sogar die Einladung zur deutschen Nationalmannschaft. Jung, dynamisch, frech und vor allem technisch versiert. Wirtz ist der Leverkusener Hoffnungsträger schlechthin. Der Fußball bestimmt schon früh sein Leben. Also es war einfach so, dass Florian, ich glaube, seit seinem ungefähr fünften Lebenstag hier auf dem Fußballplatz war. Damals noch in der Kiepe hinten auf dem Rücken. Und also er hat wahrscheinlich hier seine ersten Laufschritte hier auf dem Platz gemacht. Wir wohnen hier ganz in der Nähe und der Platz war ganz in der Nähe. Und wenn es zu Hause zu laut wurde, dann sind wir einfach auf den Fußballplatz gegangen. Da war genug Platz zum Auslaufen, da war es sowieso laut. Begonnen hat seine noch junge Karriere beim SV Grün-Weiß Brauweiler in Nordrhein-Westfalen. Ein Platz weit weg vom rauen Profi-Alltag. Hier geht es nur um die Freude am Sport. Die erste Herrenmannschaft spielt in der Landesliga. Vater Hans hat die Entwicklung seines Sohnes nicht nur verfolgt, er hat sie auch vorangetrieben. Jahrelang war er der Trainer von Florian, hart, aber herzlich. Wirtz hat in Brauweiler einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ehemalige Mitspieler erinnern sich. Man hat damals halt schon früh erkannt, so, okay, aus dem wird was, weil egal wo wir waren, egal gegen wen wir gespielt haben, ob es gegen Ältere, gegen bessere Vereine waren oder so, sei es beim FC oder bei Brauweiler, Flo ist immer herausgestochen. Also auch immer, wenn ich hier in den Ferien was anderes gemacht habe in der Nähe, war Florian immer am Platz, mit seinem Vater immer am Trainieren und mit der Juliane, seiner Schwester. Das Talent bleibt nicht lange verborgen. Die großen Vereine erkennen das enorme Potenzial sehr schnell. Bis zu seinem 8. Lebensjahr spielt Wirtz für den SV Grün-Weiß Brauweiler im offensiven Mittelfeld, ehe er 2018 in die Jugend des 1. FC Köln wechselt. Der erste Schritt auf einem langen Weg. Dann konnte man sehen, dass er ein guter Bambini-Spieler war und damals waren zufälligerweise mehrere Vereine, die ein Leistungszentrum hatten, in der Halle und haben Interesse bekundet und so sind dann die ersten Fäden gesponnen worden. Ja. Den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere hat der Verein in Brauweiler gelegt. Der Club hat einen jungen Menschen entwickelt, der den gesamten Verein ewig stolz machen wird. Florian Wirtz wird seine Wurzeln niemals vergessen.